Helmut Kress haben einige als Inhaber der alten Weinstube Göhner in Tübingen in Erinnerung. In den 60er Jahren machte er eine Ausbildung bei der Stadtverwaltung Tübingen. An seinem Arbeitsplatz wurde er 1961 verhaftet. Sein Vergehen? Ein Liebesbrief an einen Mann. Das hatte erhebliche Folgen für die weitere Laufbahn von Helmut Kress. Mehr als 60 Jahre später entschuldigte sich die Stadt für ihr damaliges Verhalten. Inmitten der derzeit im Tübinger Stadtmuseum zu sehenden Ausstellung Queer durch Tübingen, die sich der Geschichte von Lesben, Schwulen, Bisexuellen, Transgender, Transsexuellen, Intergeschlechtlichen und queeren Menschen in der Universitätsstadt widmet, entschuldigte sich Oberbürgermeister Boris Palmer diese Woche bei Helmut Kress. Dieser war in den 60er Jahren als Teenager wegen eines Liebesbriefs verhaftet worden. Ich habe eine Lehre gemacht im Technischen Rathaus von Tübingen. Als technischer Zeichner, manche sagen Bauzeichner, und habe in meinem Schreibtisch einen Brief drin gehabt, einen Liebesbrief an einen Mann, den ich aber nicht abgeschickt habe. Und den muss mein Lehrmeister gefunden haben und ihn weitergegeben an unseren Chef, das war der Oberbürgermeister Gmelin damals. Und der Oberbürgermeister hat in dem Brief homosexuelle Handlungen gesehen. Das damalige Stadtoberhaupt zeigte Helmut Kress beim Amtsgericht an, der daraufhin an seinem Ausbildungsplatz öffentlich verhaftet wurde. Und eines Tages kam Kriminalpolizei und hat mich verhaftet und in Handschellen abgeführt und zur Kriminalpolizei gebracht. Die war damals noch in der Gartenstraße und da haben sie mich von morgens bis abends verhört. Doch damit nicht genug. Aufgrund des verhängnisvollen Schriftstücks wurde Kress zu 14 Tagen Einzelhaft im Jugendarrest in Oberndorf am Neckar verurteilt. Möglich war dies aufgrund des damals im Gesetzbuch vorhandenen Paragraphen 175. Der Paragraph 175 stellte homosexuelle Handlungen unter Strafe. Das ist auch tatsächlich nochmal wichtig zu sagen, dass es gar nicht um Homosexualität ging, sondern um homosexuelle Handlungen. Also auch Personen, die gar nicht homosexuell waren oder sich als solche definiert haben, sondern die einer homosexuellen Handlung angeklagt waren, fielen unter den Paragraphen 175, den es seit 1871 gibt, der während des Nationalsozialismus verschärft worden ist. In der späteren BRD hatte der Paragraph weiterhin Bestand und wurde erst im Jahr 1994 abgeschafft. Und es hat jetzt bis zum Jahr 2017 gedauert, bis der deutsche Staat auf Basis eines Gutachtens, was von einem Münchner Juristen erstellt worden ist, festgestellt hat, dass dieser Paragraph ein Unrechtsparagraph gewesen ist. Seit 2017 sind alle Personen, die nach 175 vorbestraft waren letztlich, sind sie rehabilitiert und haben entsprechend ihrer Haftzeit eine Entschädigungssumme enthalten, die natürlich nicht das aufwiegen kann, was ihnen an Unrecht widerfahren ist. Helmut Kress verlor aufgrund des Unrechtsparagraphen als 16-Jähriger auch seine Arbeitsstelle bei der Stadt. Tübingens aktueller Rathauschef verurteilt die Handlungen seines Vorgängers Hans Gmelin. Dass Gmelin den jungen Lehrling damals angezeigt hat, empfinde er als falsch, so Palmer. Das ist grobes Unrecht. Und wir haben in der Stadt Tübingen entschieden, dass er da zumindest einen kleinen finanziellen Nachteilsausgleich mehr als nur verdient hat, dass er da einen Anspruch drauf hat. Und deswegen hat er einen Scheck von der Stadtverwaltung erhalten. Und fast noch wichtiger, wir haben ihm heute einen Empfang bereitet, um Dank zu sagen, dass er uns mitteilt, wie es ihm ergangen ist. Dazu gehört große innere Stärke. Und ich persönlich muss auch sagen, um Entschuldigung zu bitten, denn ihm ist durch die Stadt grobes Unrecht widerfahren. Kress, der von den meisten Anwesenden im Kornhaus nur Poldi genannt wird, freut sich darüber, dass sich die Stadt nun offiziell bei ihm entschuldigt. Das sei wichtig, sagt er. Wütend oder verbittert scheint Kress wegen dem, was ihm widerfahren ist, nicht. Ich habe mich nie unterkriegen lassen. Und ich, egal welche Schicksalsschläge, wir stehen auf, Männchen. Mit seiner Lebensgeschichte geht er offen um. Er engagiert sich unter anderem in der Bildungsarbeit. Jungen Menschen möchte er in Bezug auf ihre Sexualität Folgendes mitgeben. Offen damit umgehen, keine zwei Leben leben, weil das macht dich kaputt. Ja? Einfach offen, ehrlich sein. Und meine Mutter hat immer gesagt, wo ich noch junger Bursche war, wo sie noch lebte, ich bin ja oft abends weggegangen. Sie haben gesagt, Junge, du könntest alles machen, aber bleib sauber.
Die Ausstellung Queer durch Tübingen, in der Interessierte noch mehr über das Leben von Helmut Poldi Kress erfahren können, ist noch bis zum 17. Juli im Stadtmuseum zu sehen.